Liebe Freundinnen und Freunde, ich hatte mir eigentlich einen anderen Anfang für diese Rede vorgenommen. Aber nach den Ereignissen der letzten Woche möchte ich zum Verlust der Einstimmenmehrheit im Landtag gern noch ein paar Sätze sagen. Ich habe mich in den letzten Tagen schon gefragt, ob wir was hätten anders machen können, ob wir anders hätten handeln können. Denn natürlich ist der Verlust einer parlamentarischen Mehrheit, insbesondere auch für mich als parlamentarischer Geschäftsführer, bitter. Aber ich sage euch rückblickend, liebe Freundinnen und Freunde, ich glaube, wir hätten nichts anderes machen können. Wenn unmoralische Angebote im Raum stehen, sollen dann etwa wir als Grüne unsererseits ein unmoralisches Angebot machen, wie bei einem Transferpoker? Ich habe mir bis letzte Woche nicht vorstellen können, dass eine Abgeordnete, die noch im Mai für die Grünen für den Landtag kandidieren möchte, die noch im Juni öffentlich schreibt, dass die Grünen die einzige Partei mit den richtigen Antworten auf die heutige Frage sind, dass eine solche Abgeordnete dann jetzt wie selbstverständlich in den Reihen der CDU-Landtagsfraktion sitzt. So etwas habe ich mir nicht vorstellen können. Die CDU Niedersachsen hat mich eines Schlechteren belehrt. Nein, liebe Freundinnen und Freunde, wir Grüne machen Politik nicht aus Eitelkeit heraus, sondern aus Interesse an der Sache, aus Leidenschaft und aus Gestaltungswillen heraus. Liebe Freundinnen und Freunde, vor uns liegen wunderbare Tage. Vor uns liegen wunderbare Tage. Damit meine ich nicht die kommenden Wahlkämpfe, die werden auch wunderbar, gar keine Frage. Aber ich meine auch nicht nur uns Grüne, ich meine noch mehr. Es geht mir darum, dass wir alle optimistisch bleiben müssen und daran glauben müssen, dass eine bessere Zukunft möglich und machbar ist. Wir erleben in Deutschland, in Europa, weltweit Wirtschafts- und Umweltskandale. Wir erleben schlimme Populisten auf der ganzen Welt, auch bei uns in Deutschland. Wir erleben, dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, Klimaschutz und Menschenrechte weltweit in Frage gestellt werden. Und gerade deshalb, gerade weil die Lage scheinbar so fatal ist, müssen und werden wir optimistisch bleiben und aus diesem Optimismus Kraft und Energie für die vor uns liegenden Aufgaben ziehen, liebe Freundinnen und Freunde. Das Zitat wird dem früheren schwedischen Ministerpräsidenten Olof Palme zugeschrieben. Und genau wie er werden wir unsere weltweite Verantwortung wahrnehmen, werden wir optimistisch in die Zukunft schauen und werden diese Zukunft gestalten. Vor uns liegen wunderbare Tage. Lasst sie uns gemeinsam gestalten, liebe Freundinnen und Freunde. Und wir alle brauchen Visionen. Wir müssen immer in der Lage sein, uns vorzustellen, dass eine bessere Zukunft, ein besseres Morgen möglich ist. Und gleichzeitig dürfen wir darüber nicht die Mühen der Ebene vergessen. Wir dürfen nie die vielen kleinen Schritte hin zu einer besseren Welt, zu einem besseren Niedersachsen vergessen und scheuen. Wir begeben uns ganz bewusst in das Klein-Klein der Alltagspolitik auf kommunaler Ebene, im Landtag, im Bundestag, in Europa, um unseren Zielen und Visionen Tag für Tag ein kleines Stückchen näher zu kommen. Das Landtagswahlprogramm für die Wahl im Oktober, wir haben es für den Januar verabschiedet, ist egal, ist im Oktober leider an manchen Stellen, aber insgesamt ja genauso aktuell. Dieses Landtagswahlprogramm trägt diesen Ansprüchen hervorragend Rechnung, finde ich. Ich habe mich in den letzten 5 Jahren im Landtag bemüht, diesem Anspruch gerecht zu werden, Vision und Alltagspolitik zu verbinden. Und wenn ihr mir heute eure Stimme gibt, dann wird auch das mein Anspruch und mein Gradmesser für die kommenden 5 Jahre sein. Wenn ich zurückblicke auf die letzten 5 Jahre, dann finde ich, dass wir als Landtagsfraktion und auch die Landesregierung sehr vieles richtig und sehr vieles gut gemacht haben. Ich finde über allem, dass wir den Werten, die wir alle teilen, Aufrichtigkeit, Respekt vor anderen Menschen, Dialogkultur auf Augenhöhe und dem stetigen, selbstkritischen Hinterfragen unserer eigenen Position und Haltung, dass wir diesen Werten als Fraktion gerecht geworden sind. Ich bin stolz, Teil dieser großartigen Landtagsfraktion zu sein und ich möchte es gerne 5 weitere Jahre bleiben, liebe Freundinnen und Freunde. Vieles zu dem, was wir in der Regierung erreicht haben, ist gestern und auch heute Morgen schon gesagt worden. Ich will gerne noch ein paar Dinge nennen, in die ich besonders viel Herzblut gesteckt habe.
Ich bin leidenschaftlich gern parlamentarischer Geschäftsführer und rechtspolitischer Sprecher. Wir haben im Landtag den Justizvollzug und den Jugendarrest auf eine neue, moderne Grundlage gestellt und endlich stärker auf Resozialisierung ausgerichtet. Wir haben jetzt in Niedersachsen das modernste Verfassungsschutzgesetz Deutschlands, das gleichzeitig wie kein anderes zuvor die Bürgerrechte schützt und achtet. Wir haben eine Generalüberholung des Schünemannschen Polizeigesetzes auf den Weg gebracht, das auf der einen Seite Kompetenzen der Polizei auf das notwendige Maß zurückschneidet und auf der anderen Seite dazu beitragen würde, die Sicherheit in Niedersachsen noch besser als bislang zu gewährleisten. Dieses moderne Polizeigesetz wird nun aufgrund der Ereignisse, aufgrund der Intrige der CDU nicht mehr verabschiedet werden können. Aber gut, so ist es dann. Es hilft nichts. Jetzt heißt es Ärmel hochkrempeln, in den Wahlkampf gehen, Leute überzeugen und dafür sorgen, dass dieses Polizeigesetz in der nächsten Wahlperiode verabschiedet werden wird. Aber natürlich haben wir nicht alles richtig gemacht. Das ist mir und uns allen bewusst. Was ich für mich und meinen Bereich am meisten bedauere, ist, dass wir die Machenschaften und Kontakte des nationalsozialistischen Untergrundes, der NSU-Terrorbande nach Niedersachsen, nicht noch intensiver parlamentarisch aufgearbeitet haben. Und zwar nicht aus einem historischen Interesse heraus, sondern weil leider der berechtigte Verdacht besteht, dass Kontaktpersonen oder Mitglieder oder Unterstützer des NSU auch in Niedersachsen immer noch frei herumlaufen und weil diese Personen ins Gefängnis gehören, liebe Freundinnen und Freunde. Ich glaube, insgesamt hätten wir vielleicht rückblickend an der einen oder anderen Stelle stärker öffentlich deutlich machen müssen, was eigentlich grüne Position pur und was ein Koalitionskompromiss ist. Kompromisse sind notwendig, keine Frage. Aber man kann ja immer auch deutlich machen, was es gäbe, wenn Grüne noch stärker wären. Und vielleicht hätten wir an der einen oder anderen Stelle deutlich machen müssen, wo wir als Landesgesetzgeber an unsere Kompetenzgrenzen stoßen. All das sind Dinge, bei denen wir bei der Neuauflage von Rot-Grün ab dem 15. November hinwirken werden, liebe Freundinnen und Freunde. Aber unter dem Strich bleibt, wir haben dem Land Optimismus gebracht. Und Optimismus ist etwas, was wir alle in Niedersachsen sehr, sehr gut gebrauchen können in diesen Tagen und Wochen. Ich bin Rechtspolitiker, habe ich schon gesagt. Das wird manchmal eher als Nischenthema gesehen. Das ist es aber nicht. Gerade jetzt nicht. Der Dieselskandal, der Kartellskandal, der VW-Folterskandal in Brasilien, das alles sind nicht nur umweltpolitische, nicht nur gesundheitspolitische. Nein, das sind rechtspolitische Herausforderungen. Wir als Gesellschaft können und werden es nicht hinnehmen, dass Konzerne sich hier oder weltweit über das Recht stellen. Recht und Gesetz müssen für alle gelten. Und es ist schon sehr bemerkenswert, dass diejenigen, die sich sonst Law and Order auf ihre Fahnen schreiben, die CDU, die Konservativen, jetzt plötzlich beim Diesel, beim Kartell und auch beim Folterskandal ganz, ganz still werden und sich wegducken. Liebe CDU, wenn Recht und Gesetz für alle gelten müssen, dann wirklich für alle, dann auch für die Konzerne. Das werden wir Grüne als Bürgerrechts- und als Menschenrechtspartei durchsetzen. Und nur damit da kein falscher Eindruck aufkommt. Einige Neoliberale wie Christian Lindner von der FDP, Leute von der CDU-Bundesebene versuchen jetzt diese Skandale zu missbrauchen, um das VW-Gesetz zu kippen, um die starke Stellung des Landes Niedersachsen und der Gewerkschaften beim Volkswagen-Konzern infrage zu stellen. Liebe Freundinnen und Freunde, das VW-Gesetz ist auch eine Konsequenz aus den brutalen Enteignungen der Gewerkschaften durch die Nationalsozialisten. Und das VW-Gesetz kann, das haben Stefan und Anja richtig beschrieben, ein Hebel sein, um dazu beizutragen, den VW-Konzern neu auszurichten. Wer diese Skandale missbraucht, um das VW-Gesetz in Frage zu stellen, der agiert geschichtsvergessen und der agiert zukunftsvergessen. Das werden wir nicht hinnehmen, liebe Freundinnen und Freunde. Zu den verfassungsmäßigen Vorschriften in diesem Land gehört übrigens auch der Grundsatz, dass Männer und Frauen gleiche Rechte haben, Artikel 3 unseres Grundgesetzes. Ich habe drei Töchter.
Als Vater möchte ich natürlich wie jeder Vater, dass alle meine Kinder alle Chancen und Möglichkeiten haben, ihre Träume und Ziele in diesem Land zu verwirklichen. Aber da muss ich leider sagen und feststellen, dass das im Jahr 2017 auch in Niedersachsen eben für Frauen deutlich schwieriger ist als für Männer. Dass Frauen auch im Jahr 2017 noch mit strukturellen und direkten und indirekten Diskriminierungen zu kämpfen haben. Ich kämpfe für ein Niedersachsen, in dem Jungen und Mädchen gleiche Chancen haben, ihre Berufe zu verwirklichen, in dem Männer und Frauen gleiche Möglichkeiten haben, in Führungspositionen zu kommen und vor allem für ein Niedersachsen, in dem Männer und Frauen gleiche Möglichkeiten haben, für ihre Kinder als Eltern da zu sein und dafür aus dem Erwerbsleben auszusetzen, liebe Freundinnen und Freunde. Liebe Freundinnen und Freunde, die kommenden Wochen werden anstrengend, aber wir werden den Wahlkampf fröhlich und optimistisch angehen. Es wird heftige Auseinandersetzungen geben, aber wir werden den fairen Streit gelassen suchen. Wir werden Optimismus verbreiten. Vor uns liegen wunderbare Tage.